Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Schaf TV. Ich bin die Sarah von Schaf Production und in dieser Folge gibt es nicht nur eine Idee, sondern gleich zwei. Denn ich möchte eine Art Adventskranz gestalten und habe mir dazu überlegt, dass ich das mal ein bisschen anders mache. Und zwar ist es eher ein Adventskranz für jemanden, der vielleicht nicht so viel Platz hat, sich einen kompletten Kranz mit 4 Kerzen hinzustellen. Und deshalb habe ich mir hier eine kleine und relativ dicke Holzscheibe geschnappt und werde diese als Unterteller verwenden oder wie auch immer man das nennen mag, quasi als Scheibe, worauf ich dann eine Kerze stellen werde. Anhand des Titels hast du ja bestimmt schon gesehen, worum es sich in diesem Video handeln soll, aber ich lege auch mal ganz kurz den Fokus auf diese Holzscheibe, denn es macht total Spaß, auch Holz zu bestempeln und somit einfach ein bisschen besonderer und individueller zu machen. Wichtig ist, wenn du Holz bestempelst, brauchst du eine spezielle Stempelfarbe. Ich habe hier VersaCraft verwendet und setze aber zusätzlich noch mit Acrylfarbe kleine Highlights. So habe ich mir jetzt den Unterteller schon mal verschönert. Der kann jetzt in Ruhe trocknen, denn die Acrylfarbe braucht schon ein paar Minuten bzw. Stunden, bis sie wirklich richtig trocken ist. Kommt immer etwas drauf an, auf was für Material man sie aufträgt und wie dick. Und an sich soll es ja in diesem Video auch eigentlich gar nicht um den Holzteller gehen, sondern vielmehr um das, was ich dir jetzt zeige. Denn ich werde eine Adventskerze gestalten und zwar keine übliche Kerze, sondern eine in Glas gegossene Kerze. Wenn man glatte Materialien zum Beispiel hier wie Glas bestempelt, braucht man eine spezielle Stempelfarbe. Ich verwende hierfür die Stesson Opaque. Es gibt ja verschiedene Stesson Stempelfarben, aber diese ist wirklich richtig schön tief schwarz und hält meiner Meinung nach auch besser auf Glattmaterialien als die normale Stesson Farbe. Ich würde bei diesem Stempel Kissen auch empfehlen, dass du dir vorher, bevor du die Stempelfarbe verwendest, wenn es jetzt nicht nur 1-2 Tage her ist, du auf jeden Fall nochmal frische Farbe aufträgst. Ich mache da gar nicht viel Farbe drauf, sondern nur ein bisschen, sodass ich wirklich ein richtig frischer Farbfilm auf dem Stempel verteilen kann. Ja, und jetzt komme ich aber zu der knallerhaften Idee, die Kerze nicht einfach nur mit Stempelfarbe zu bestempeln, sondern die Embossing-Technik darauf anzuwenden. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Projekt bei mir gesehen, was ich hier mit der Embossing-Technik umgesetzt habe, aber bisher habe ich das noch nicht auf Glas gemacht. Und ich dachte mir, warum nicht einfach mal ausprobieren? Wichtigster Tipp ist hierbei, du musst das Glas vorher gut reinigen. Also fettfrei machen sozusagen. Dafür kannst du einfach reinen Alkohol verwenden oder ich habe hier zum Beispiel Aceton verwendet und einmal vorab das Glas richtig schön sauber gemacht. Deshalb sah es vielleicht auch ein bisschen komisch aus, wie ich am Anfang die Kerze angefasst habe, weil ich wollte nicht mit meinen ganzen Fettfingern in Anführungsstrichen die Kerze wieder einfetten, sondern da ein bisschen darauf achten. Und im Prinzip wende ich die Embossing-Technik hier genauso an, wie ich es sonst auch mache. Ich verwende ein Embossing-Stempelkissen vorab. Das ist quasi eine Art Kleber, die man da aufträgt. Und dann gebe ich das Embossing-Pulver darüber. Das Pulver bleibt ab und an mal etwas mehr am Glas hängen. Das kannst du aber einfach abpusten. Also wenn du wirklich stark an die Stelle pustest, dann geht das überschüssige Pulver ab und das Motiv, was du gestempelt hast, das bleibt quasi, ich nenne es mal, eingepulvert. Vielleicht hast du dich gewundert, was ich hier eigentlich die ganze Zeit unter die Kerze gestopft habe. Das ist einfach Klebeknete und damit stabilisiere ich mir die Kerze, weil dieses Mal mache ich es so, dass ich nicht die Kerze über das Motiv rolle, weil ich möchte ja, dass die Motive ungefähr im gleichen Abstand sind und ja, einfach gut positioniert sind und rolle daher den Stempel über das Gefäß und nicht das Gefäß über den Stempel. Und wenn ich mir das einfach links und rechts relativ nah drunter stopfe, so kann sie auch nicht mehr hin und her rollen. So kann man sich ganz einfach die Kerze stabilisieren. Und der Stempelabdruck sollte gut funktionieren. Wie du hier vielleicht im Bild erkennen kannst, ist natürlich durch das Erhitzen das Kerzenwachs etwas geschmolzen. Da musst du natürlich aufpassen, dass dir das dann nicht oben rausläuft, sondern du dann die Kerze vielleicht einfach so ein bisschen schräg hältst, sodass das nicht passieren kann. Oder du wartest einfach, bis das Kerzenwachs wieder ein bisschen fest geworden ist. Und zum krönenden Abschluss verwende ich jetzt noch verschiedene kleine Mini-Stempel, die ich jetzt einfach über das restliche Glas verteile. Das heißt, das 1, 2, 3, 4 steht schon präsent im Vordergrund, aber auch den Rest der Kerze
weil man guckt sie sich ja vielleicht nicht unbedingt nur von einer Seite an, werde ich jetzt noch gestalten. Wenn ein Abdruck mal nicht ganz so gut funktioniert, kannst du ihn innerhalb von kurzer Zeit auch nochmal wegwischen oder du verwendest einfach zum Beispiel den Stempelreiniger. Damit kannst du drüber gehen und das geht auch wieder vom Glas ab und das machst du einfach so lange, bis du der Meinung bist, dass es jetzt alles richtig stimmig aussieht. So, und die Embossing-Technik sollte nicht das einzige Highlight hier bleiben, sondern ich habe mir noch ein bisschen Acrylfarbe geschnappt und werde diese jetzt noch auf den oberen Rand verteilen. Dafür verwende ich hier so einen Borstenpinsel und trage die Acrylfarbe einfach mit zwei verschiedenen Techniken auf. Zuallererst streiche ich die Farbe wie mit richtig festen Pinselstrichen nach unten, sodass ich diesen auslaufenden Effekt schon mal habe. Und anschließend tupfe ich die Acrylfarbe aber einfach noch über den oberen Rand und gehe noch weiter nach unten und lasse sie dann mit leichteren Tupfen nach unten auch wieder auslaufen. Das Ganze musst du jetzt gut trocknen lassen, weil Acrylfarbe dauert, bis sie gut getrocknet ist. Aber wenn sie dann einmal fest ist, dann kannst du sie auch ganz problemlos anfassen und nichts verwischt dann mehr. Und vielleicht fragst du dich, was ist denn eigentlich, wenn die Kerze dann abgebrannt ist? Kann ich das Glas dann nochmal verwenden? Und dazu habe ich mal was Kleines vorbereitet, denn es gibt die Möglichkeit, die embossten Motive wieder zu entfernen. Dafür habe ich einmal eine kleine Extrakerze vorbereitet, die ich dir jetzt hier mal zeigen möchte. Und zwar zeige ich dir als erstes jetzt hier mal, dass man die nicht einfach wieder abwischen kann. Das ist wirklich fest verbunden sozusagen und man kriegt es nicht so einfach wieder ab. Aber es gibt die Möglichkeit, es abzukratzen. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel einfach ein Cuttermesser genommen und kratze damit einfach die obere Schicht ab, dann einfach nochmal ein bisschen drüber wischen und schon ist die Kerze wieder sauber. Das heißt also, du könntest dir rein theoretisch mit anderen Kerzenresten eine neue Kerze gestalten, indem du das Wachs schmilzt, eine neue Kerze reingießt und das Glas wieder von vorne ganz frisch gestaltest. Ich bin gespannt, wie dir diese Idee gefällt. Erzähl mir das auf jeden Fall in den Kommentaren. Und im Anschluss verlinke ich dir nochmal ein Video. Da habe ich ein Adventsgesteck gestaltet. Da kamen auch die Stempel 1, 2, 3, 4 zum Einsatz. Aber das Ergebnis schaut dann doch ganz anders aus.